Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Halt doch die Fresse, das weiß ich ja. Oh Gott. Oh, wir haben einen bestimmt Familienstreit hier. Er kriegt aber Feuerwerk von ihr. Mensch, halt Mund, du hast ein kleines Kind da, das kriegt Ohrenschmerzen. Na, sie will rausschmeißen scheinbar. Hat er nicht genug Geld nach Hause gebracht? Ja, man muss schon als Vater ein bisschen was können, Junge. Sonst kann man keine Kinder in die Welt setzen. Soll da nicht ein bisschen Musik noch kommen oder als... Ah, jetzt. Meine Jungs gehen all in. Dicker Sohn aus dem Mio rein. Lass die Kasse klingeln, streck, mach aus Kilo 2. Ja, immer. Ich habe aber keine Kasse. Ich muss immer meine Frau fragen. Die hat Geld im Portemonnaie. Das sind die Rapper. Interessante Typen. Rappermusik. Leider versteht man nichts auf Deutsch. Ach doch, ist ja doch auf Deutsch, aber sehr schlecht zu verstehen. Das sind seine Freunde oder was? Aha, holt er sich da ein bisschen Geld? Oder lässt sich erklären, wie man Kinder großzieht? Bap, bap, bap. Bap, bap. Oh, was ist bap, bap? Das ist ja schön jetzt. Das war jetzt mein Lichtblick. Schönes Haus. Ja, die wollen einfach eine Villa überfallen. Oh, da wird es jetzt kriminell. Anders der Anwalt. Alles hat einen Grund, Lelele. Lelele, oh Gott, das sind ja alles Namen wieder da. Würde mich mal interessieren, was dieses Lelele bedeutet. Oh, warte, jetzt machen sie ernst. Ist der Bürgermeister oder was? Der wird jetzt erleichtert. Ich verstehe nicht, warum müssen wir immer mit Waffen rumfuchteln? Halber Krimi, was sie hier bringen. Mit der Popgun. Oh Gott. Kann man das abschalten? Dein Flohmarkt macht Familie reich. Mann, dann komme ich mit meinen Sachen auch zu dir. Ich hab noch so viel, was man verhökern muss. Hey, der Kleine schießt auch schon mit Wasser. Piefke hat auch schon Gewehr. So richtige Aufforderung, Kinder an die Waffen. Unmöglich. Was ist denn jetzt los? Oh, na sag mal, wo sind wir denn jetzt? Den wird er doch jetzt nicht umbringen hier wollen. Nicht umbringen, bloß nicht. Erst wird er massakriert, der Anwalt. Ist jetzt gleich vorbei? Beim IS oder was? Ah. Opa kann kein Blut sehen, Leute. Ist ja furchtbar. Nee, das ist nun wirklich nicht mein Ding. Na Jungs, was war denn das nur wieder da? Ich bin eigentlich nicht so Freund von so einer Rapmusik, aber das war noch ein bisschen mäßig. Also eigentlich ganz gut gefallen. Der Text ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und wir haben die alle was Kriminelles an den Socken, die Rapper da. Das würde ich definitiv nur Erwachsenen zeigen. Gibt schlimmere Sachen. AZ und Zuna, na bitte. Atze sagt man bei uns. Ja, das ist die Keule. Muss ich die kennen? Was sagst du zu der Aussage von Zuna über seinen Freund und Kollegen AZ? Na, das würde ich nicht sagen. Also das kann man sehr für sich behalten. Wenn das ein Freund war, würde ich das nicht sagen. Wenn man ärmlich lebt, dann ist man das noch lange kein Penner. Dass er nicht aus besten Verhältnissen kommt, spiegelt sich in seinem Video wieder. Sonst würde er das nicht so im Vordergrund packen. Hallo, hallo. Sie rufen an, hallo, hallo, endlich gehst du ran, Bruder, hallo, hallo. Ich brauch 4 Kilogramm, hallo, hallo. Hui, was gibt's denn da? Gips? Ganzer Sack voll Gips? Aha, die haben ja schon den Koks. Schöne Mädchen dazu. Na ja, gut. Das ist eben eine Lebensart, die mit Stress verbunden ist, so muss man sagen. Vom Container Drogen geholt. Die handeln irgendwie mit Drogen in Fitnessstudios. Erstrebenswert ist es sicherlich nicht, damit sein Geld zu verdienen. Das ist auch sehr gefährlich. Irgendwo ist es ja kriminell mit dem Stoff. Und man muss ja dann schon sehen, dass man nicht gecasht wird. Die mischen ihnen den Koks verkaufsgerecht. Und die Bienen singen da fröhlich einen runter. Ich hoffe, dass er das bewusst zeigt, um davon abzuraten. Ah, die packt jetzt das Mehl ab zum Backen. Kekse. Gibt's Kekse? Es ist auf jeden Fall, sieht es da alles sehr freundlich aus, weiß, das ist schön für die Seele. Der Junge sieht auch sehr gepflegt aus. Und die schönen Mädchen, warte, das ist ein Ambiente. Oh. Ganz moderne Kulisse, was sie hier machen. Farblich ist es ja toll gemacht mit dem Lila und diese Farbtöne. Nee. Also, die Melodie finde ich gut. Aber eins muss man denen lassen, also schöne Autos zeigen sie ja. Warum fahren die denn nicht mal mit so einem richtigen, ausgewichsten alten Auto? Das wäre doch überhaupt mal was anderes. Hallo, hallo. Ja, sehr freundlich. Ja, war hübsch anzusehen, ja. Was für die Jugend, die da so wahrscheinlich im Drogenrausch mitmachen. Ich habe kein Verständnis dafür, dass das noch jedem
auch noch gezeigt wird. Die Realität sieht wesentlich schmutziger aus, als sie hier dargestellt wird. Wenn ich an Görlitzer Park denke, Koks, den wir früher, das war aber schwarzer Koks, nicht? Aus der Gasag, nicht? Von der Gasag. Die haben erstmal damit Gas gemacht und mit dem Rest haben wir unseren Kohlofen angeschmissen. Ja. Das war jetzt Koks. Aber der Koks ist was anderes. Das ist eigentlich unglaublich, dass der Koks weiß ist. Weiß ist so unschuldig, nicht? Das Zeug ist so giftig, ne? Giftig ist das. Hast du schon mal in einer WG gewohnt? Nein, dafür bin ich nicht geboren. Wir haben früher auch in einer WG gewohnt. Opa war ja ein Hippie. Wenn es jemand schlecht ging im Haus, haben wir uns um die Leute gekümmert. Für wen oder was würdest du denn auf die Straße gehen? Ich bin nur einmal in meinem Leben auf die Straße gegangen. Und zwar, als es darum ging, diesen TTIP-Vertrag zu machen. Ich würde jetzt auf die Straße gehen, dass endlich mal was gemacht wird, dass die Leute nicht alle aus den Wohnungen raus müssen in Berlin. Für den Umweltschutz. Bin aus dem Schulalter raus. Aber ich würde das unterstützen. Ist der ihre Zukunft? Wir haben sie versaut, die ältere Generation. Schlechtes Gewissen? Ja. Das war jetzt AZ und Duna. Zunit. Nee, jetzt wollen wir noch. Wie zu? Zuna. Sorry. Das war jetzt AZ und Zuna. Mein Kommentar habt ihr gehört. Würde mich freuen, wie ihr das findet. Schreibt uns doch mal. Ich freue mich. Und denkt daran. Abo, Däumchen, Glocke. Und ihr seid eine coole Socke. Ihr denkt.